So, herzlich willkommen zurück und ich habe den Raum gefunden. Ja, es war tatsächlich auch einer hier aus dem Raum. Ne? Das ist ja ihr zentraler Hub. Ich finde es aber cool, wie die Sachen halt spawnen und despawnen wieder. Ja, gut. Genau, hier, das ist nämlich. Ah. Hier sind die automatischen Farmen drinne. Guckt euch diese an. Ah, da wachsen hier dann immer so Melonen. Bap. Also nicht hier Kürbisse, okay. Die werden automatisch, ne, dann abgefickt. Gedingstert. Und ja. Das ist halt schon echt geil. Gut, die funktionieren nicht mehr so. Da ist es natürlich schade. Die Frage ist, wie kann man die zurücksetzen? Und ja, das ist auch das, was hier immer die ganze Zeit so viel Krach macht. Weil halt, naja, die Dinger halt, die machen halt super viel Krach. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie man die zurücksetzen kann. Ich glaube, die kann man nur abbauen und wieder neu hinbauen, ne? So zurücksetzen kann man die gar nicht. Ja. Da muss der Nitrotkind leider wieder ein bisschen Nacharbeit leisten. Das ist halt das Problem mit diesen Dingern. Die Fußsoldaten. Oh, Alter. Okay, aber andererseits, die hat halt mittlerweile so viel davon. Ja, ich glaube, da hat sie erstmal eine Weile lang kein Problem, auch wenn die um dich arbeiten. Die hat schon so viel davon. Eieieiei. Ja, also automatisierte Farm ist natürlich schon was echt Krasses, ne? Oh, hier sind dann verschiedenste andere Sachen. Achso, hier ist auch wieder Melonen und Kürbis, schätze ich mal. Genau. Ist schon. Da fehlt der Text. Achso, schade. Hatte gehofft, dass sie hiermit irgendwie was implementiert hat, womit man die Dinger zurücksetzen kann. Aber die bleiben immer noch so. Okay. Ah, ich schätze sogar was. An Kürbisfarm aus. Ah! Ah, da kann man vielleicht hiermit machen. Ah, nee, das ist ja bloß die Kürbisfarm. Ah, guck mal, jetzt sind die auch alle so gesperrt. Okay, dann sind die hier wirklich bloß gesperrt. Vielleicht wirklich bloß gesperrt. Die Frage ist, wie kriegt man die Dinger wieder an? Ach, hier! Ah, ja, okay. Die waren also gar nicht kaputt, sondern einfach nur deaktiviert. Okay, das ist natürlich interessant. Melonenfarm 1. Hier ist. Kürbisfarm hat sie dreimal. Kürbisfarm 2. Kürbisfarm 1. Und hier ist auch nochmal Kürbisfarm, ne? Ja, Kürbisfarm 3 hat sie zweimal und Melonenfarm hat sie nur einmal. Dabei sind doch eigentlich Melonen wichtiger, weil die kann man essen und so. Also, was hast du denn von den ganzen Kürbissen? Gut, jetzt mal das Ding erstmal aus hier. Das Ding ist schon aus. Ist immer noch an. Was ist an? Achso, hier ist noch was an, ne? Ja. So. Jetzt sollte es ein bisschen ruhiger sein. Die Frage ist natürlich, was das hier hinten ist. Ja, funktioniert ja gut mit dem An und Aus, ne? Alles kaputt hier. Was ist das? Ja, da sind immer noch Geräusche. Ha! Ja, auf jeden Fall ist das hier halt ihr. Vor allen Dingen eben, sie muss ja hier auch noch einen Weg haben, oder? Der muss ja auch irgendwo nach unten gehen. Weil da hat sie das Lager. Hier, ne? Hier ist das Lager für die ba. Ach nee, das ist das Lager für alle vier Seiten. Schätze ich mal, oder? Ja, genau, okay, doch. Hier, sie hat jetzt so ein Netzwerk, das heißt, alle vier Rollen sind miteinander verbunden. Wobei, da müssen ja aber auch Kürbisse drin sein. Ich sehe aber keine Kürbisse. Hier sind nur Melonen und das Zeug. Wo werden denn die Melonen gelagert? Die Kürbisse. Fragen über Fragen. Ah, genau, hier kann man ein bisschen reingucken. Und so ein bisschen so. Wie sieht man doch hinten ein bisschen Redstone. Und hier ist dann alles andere. Hier ist dann.
Kaktus und. Ach, und die sind auch noch alle aktiv. Deswegen gibt es so viel Krach hier. Ist das die Frage? Hat sie hier auch Schalter? Oh, Alter, was ist denn Krach? Achso, vielleicht sind für die der Schalter hier. Ne, ist immer noch aktiv alles. Ja, ist immer noch alles aktiv. Oh, hier ist einer. Hier ist manchmal defekt. Oder? Ach nee, die reagieren ja erst, wenn das Ding 3 hoch ist. Erst damit ab hier macht. Die Frage ist natürlich, wie kann man die Dinger hier deaktivieren? Vor allen Dingen, wofür ist der Schalter? Vor allen Dingen, wie war der Schalter? Nicht, dass ich jetzt hier was kaputt gemacht habe. Ich wollte doch nichts kaputt machen. So, gut, ich mach die drei Dinge. Mach die auf jeden Fall erstmal wieder an. Aber sowas für so Felder hat sich halt mal gar nicht, ne? Also da ist ja bloß Melonen und also alles, was halt an. Guck mal hier. Aber hier waren wir doch schon drinne. Genau, hier ist bloß das Lager. Okay, das heißt, diese Felder hat sie nur hier und die sind nicht automatisiert. Sondern hier ist wirklich bloß, muss sie immer alles per Hand machen. Wobei es schon seltsam ist, dass die ganzen Felder alle leer sind. Also liebe JJK1, ich weiß nicht, ob du es bereits wusstest, aber Felder wachsen vor allen Dingen dann, wenn etwas gesät wurde. Also, ne, nur so als unbürokratischer Tipp meinerseits. Oh, Schelkerbox. Cool. Sehr cool. Geht's denn hier lang? Ah, Geheimweg. Ah, ich hab Doom gespielt. Oh. 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 Ah. Oh. Jetzt fühle ich mich direkt wieder heimisch. Das ist like Doom. Oh. Bin ich jetzt gefangen? JJK1, deine Tür. Hä? Soll das ein Gefängnis sein? Nee. Hä? Was ist denn der Sinn daran? Wäre es nicht andersrum sinnvoller? Verstehe ich gerade nicht, was der Raum bringen soll. Oder soll das ein Gefängnis sein? Das macht ja eigentlich doch eher wenig Sinn. Verstehe ich gerade nicht. Achso, genau, hier war ich ja schon. Da waren wir auch schon. Ja, Brr, könnten wir noch gehen und gucken, wo das Ding hinführt. Okay. Cool. Ach so, hier muss man da drücken, damit man hier wieder rauskommt. Ah, verstehe. Nur leider funktioniert es halt nicht. Schade. Ja. So, hier geht's wieder raus, genau. Ja, ist doch ganz cool, ne? Ist doch eigentlich echt geil. Wow, aus hier. Achso, genau, hier waren wir bereits. Ah, siehst du, ich wollte ja noch ihr Secret da. Wo war das Secret? Weil die anderen Wege da, hier war das Secret.
Da. So, hier wird. Wo geht's hier lang? Achso, von da komme ich gerade. Ja, okay. Nee, halt. Wo war das denn? Da. So, da waren wir. Genau, da sind wir runtergefallen, genau. Okay. Okay. Ach guck mal, hier geht's hoch. Oh, ein paar Schulkerboxen, hier noch mal ein bisschen Stuff. Wo geht's hier lang? Da sind Bücherregale. Okay. Oh, fuck my life. Da ist ein bisschen Redstone. Okay, okay. Hier ist eine Ender Chest. Da ist mein diverser Baustuff drinne. Winter Feelings. Oh Gott, was war das nochmal? Ja. Ist also nicht ihr Stuff, ne? Da hatte jeder seinen eigenen Stuff drinne. Man kommt hier gar nicht mehr raus. JJK1, was tun sie denn hier? So. Okay. Dann geht. Ah, ne, wir wollten. Da. So, hier geht's raus. Hier ran immer. Halt, zu machen. Sonst regnet es rein. Perfekt. Ja, cool. Okay, dann hätten wir also JK1 Base soweit erkundigt. Ja, was das hier sein soll, ist natürlich eine gute Frage. Hä? Fehlt das Zeug nicht wieder hoch? Okay. Witzig. Betten federn wieder hoch. Na gut, okay, Betten haben wir auch so eine Federmatratze drin. Aber das Ding hier federt halt nur ab. Interessant. Ist natürlich. Genau, hier waren wir ja eigentlich, ne? Wir wollten eigentlich hier die Schiene weiter verfolgen, ne? Gucken wir mal, wo die noch so hingeht. Oh, meine. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Oh, okay. Da war sie wohl noch ein bisschen am Bauen. Okay, gut, dann wollen wir mal das hier, das sehen lassen. Und ja, ich werde dann jetzt mal den anderen Server starten. Dazu muss ich hier actually erstmal wieder den Server runterfahren. So, Steuerung C, bearbeiten und beim nächsten Mal wieder announcen. Ja. Und jetzt gucken wir mal in den Minecraft, German Creator Server. In den gucken wir jetzt mal rein. Bearbeiten. So, jetzt hier wieder erstmal suchen, wo das Ding war. Da. Schreiben können ist eine hohe Gut. Ist ein hohes Gut. So, dann aktivieren wir mal den Server wieder. Davon seht ihr zwar jetzt alles nichts, aber hey, egal. Kennt ihr ja bereits alles. So. Und dann verbinden wir uns mal mit dem Dreier. Der hier. Sobald er hochgefahren ist. Der braucht ein bisschen länger zum Hochfahren. Da ist ja eine ganze Menge Stuff mit bei. Wobei jetzt natürlich auf dem neuen Laptop, der ist natürlich jetzt, ne, der ist jetzt schon Ryzen der fünften Generation. Also ein Ryzen 5000er. Von daher hat der schon wesentlich mehr Power. Und ich glaube, der ist auch schon online, oder?
Oh, der ist schon online. Wow. Okay, das ging schnell. Achso, ja, das ist natürlich falsches Passwort. Ich muss ja erstmal hier welches. Nee. Nee, das ist das Falsche. Verdammt. Ah, das war richtig. Okay. Ja, ich muss mal meine ganzen Passwörter irgendwo aufschreiben. Jawohl, unser uraltes Let's Play Haus. Oh, guck mal, da sind schon wieder, da sind schon, oha, ja, da sind ein paar mehr Sachen, die undone sind. Da werde ich ja wahrscheinlich auch mal den Rat folgen, den mir manche im Forum geschrieben haben und so eine Replacement-Mod. Ach du Kacke. Okay, jetzt noch ein bisschen mehr undone. Hey. Ah! Okay, Active Block Modifier tut alles für mich. Geil! Man muss also nur einmal überall lang laufen. Ha, cool. Sehr schön. Macht man sowas nicht normalerweise mit dem Loading Block Modifier? Also mit dem LBM statt dem ABM? Weil dann wäre es direkt gefixt, sobald es geladen wird, ne? Und nicht erst. Weil so sieht man halt im Hintergrund alles scheiße. okay. Also ich würde zumindest mit dem LBM machen, ne? Oder einfach mit einem Alias. Gut, ich meine, Alias kann auch im späteren Verlauf dann Probleme geben, wenn man irgendwann zu viele Aliase im System drin hat. Genau, hier ist ein richtiger Unknown-Block. Der ist aber schon länger. Der ist von der Laptop-Mod. Und die habe ich ja ein paar Mal geändert. Oder die ist jetzt. Die ist halt geändert. Von daher muss ich das hier wirklich manuell austauschen. Was mich halt nur wundert, ist, guck mal, das Ding ist die klassische Textur. Und die anderen Dinger da hinten sind immer alle rot. Muss ich mir mal ganz kurz hier Fernglas. Das Ding. Gib mir davon mal eins. Wollen wir mal ganz kurz gucken, was das für Blöcke sind, oder dahin zu laufen, weil sobald ich dahin laufe, es ist ja aktiv, ne? Wie fahren das? Ah, so war das. Okay, das ist tatsächlich der richtige. Okay, es ist also die gleiche Textur wie das Ding hier. Ist halt nur, dass sie halt so weit entfernt. Ah, guck mal, das ist doch eine andere Textur. No Texture. Ist also was anderes als das hier. Unknown Block. Also, Unknown Node. Aber wie kann denn eine Textur fehlen und dann später wieder funktionieren? Macht gerade eher wenig Sinn bis gar keinen Sinn. Egal, auf jeden Fall heißt das, wir gehen mal hier überall einmal überall rum. Oh Gott, Alter, ist ja überall, ist ja überall. Okay, das sind die ganzen Dinger hier, die ganzen Blätter, die da hier, wie heißen das? Diese ganzen Ranken. Ist das hier überall? Ja, diese ganzen Dinger sind das. Okay. Ja. Wow, das ist natürlich interessant. Ja. Das ist ja mal krass. Aber wenn es eine Textur ist und kein Block. Oder die haben einfach hier, eben diesem. Bin ich mal gespannt. Wenn ich das hier alles mache, ja, und jetzt überall rumgehe, es wird ja alles hier gefixt. Zum Glück. Ja. Ja, sieht schon wesentlich besser aus. Wenn ich jetzt aber rausgehe. Und ich dann wieder verbinde. Dann müsste es ja immer noch gefixt sein, ne? Weil der wäre ja trotzdem die. Ja, okay, ist noch gefixt. Okay, gut. Das heißt, überall einmal. Überall,
überall einmal langlaufen, reicht völlig aus. Hier leider nicht, weil das ist wieder diese andere Mod. Diese Laptop-Mod. Die hat leider ihre Texturen, ihre, also das, was verfügbar ist in der Mod, hat sich halt leider geändert. Von daher muss ich da mal gucken, hier neue Geräte aufstellen oder so. Ja. Oh, was? Was war das denn gerade hier? Das war ja. Wow. Ach, das hier. Ach so, ja, okay. Das. So. Die Frage ist halt, warum sind das hier andere Texturen, also ein No Texture, ein anderer Block, als dieser Block, den wir da hinten drin haben? Weil der Block, den wir da hinten drin haben. Nee, guck mal, hä? Jetzt sieht der auch so aus. Was wollt ihr denn jetzt gerade von mir? Der sah doch wohl noch anders aus. Guck mal, so. Hey, jetzt sieht der auch so aus. What the fuck? Ja, habt ihr vorhin auch gesehen, ne? Der sah vorhin noch anders aus. Jetzt sieht er genauso aus wie alle anderen auch. What the fuck? Da hat sich dann also doch wahrscheinlich eher was bei meinem Test direkt geändert. Okay, das erklärt dann doch einiges. Das ist ja interessant, Alter. Ja, auf jeden Fall muss man jetzt hier überall durch die Welt einmal durchgehen und überall ist natürlich sehr hässlich. Das ist natürlich schade. Ja, ist mit dem. Ich meine, gut, ich könnte natürlich auch einmal kurz die Active Block Range hochsetzen, dramatisch hochsetzen. Aber da ist natürlich dann der Server direkt wieder komplett noch ausgelastet. Das macht ja dann auch eher wenig Sinn. Ich meine, der Server ist jetzt so ausgelastet 2%. Ja, CPU-Auslastung 2%. Gut, also die Gesamt-CPU-Auslastung. Die Gesamt-Server-Auslastung ist ja hier ein Single-Thread-Prozess. Das heißt, man müsste runterrechnen, wie weit ein Prozess ausgelastet ist. Das heißt, die 2% müsste man mal 8 nehmen, weil der Ding hat 8 Kerne. Dann bist du also, dass ein einziger Prozessorkern schon zu 16% ausgelastet ist. Also da ist noch Spielraum. Aber ich bin jetzt hier auch gerade alleine drauf, ne? Wenn jetzt hier 5 Spieler drauf sind und dann die Active Block Range hochgesetzt wird, drastisch. Dann kann es schon sein, dass die dann doch echt hart in die Knie gehen. Deswegen würde ich da eigentlich nicht hochgehen. Aber wie gesagt, da muss man da halt überall einmal langlaufen. Also ist natürlich. Mal gucken, wie das Spawn aussieht. Und beim Spawn ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Ach so, ja klar, weil hier auch noch Vanilla ist, weitestgehend. Also hier sind nicht diese Dinger. Aber man hat sie dann wahrscheinlich. Wenn man in etwas neueres Gebiet geht, was etwas später erstellt wurde. Ja, hier zum Beispiel, ab hier ist es. Okay, das ist natürlich, ja. Naja, vielleicht erstelle ich dann also doch mal lieber selber eine Mod. Mit so einem Loading Block Modifier. Der das dann direkt macht. Dass diese falschen Blöcke erst gar nicht geladen werden, sondern direkt beim Laden dieser Chunks das schon ausgewechselt wird. So sieht es halt echt kacke aus. So sieht schon echt kacke aus. Das ist ja. Kannst du dir keinem erzählen. Problem ist halt, was ich gerade sehe. Dazu müsste ich erstmal wissen, wie die Dinger früher hießen. Und dazu müsste ich ja mal zu einem hingehen. Aber sobald ich hingehe, kommt der Active Block Modifier und schmeißt das Ding wieder raus. Verdammt. Wobei, wenn ich schnell genug bin, vielleicht, warte mal kurz. Wenn ich schnell genug bin und schneller bin als der ABM, dann. Ja. So. Ha! Trunks Mouse. Ah, und da ist jetzt der Trunk Mouse Plane. Okay, aber ich sehe gerade einfach, ersetzen geht gar nicht, weil die Dinger richtig ausgerichtet werden müssen.
Ah, scheiße. Okay, das geht wirklich, wahrscheinlich wirklich nur mit dem ABM. Das weiß ich nicht, ob man das auch mit dem LBM hinbekommen würde. Wobei man müsste nur gucken, wo Holz ist und dann je nachdem halt Ding dann setzen. Aber das sagt jetzt wenigstens, warum es geändert wurde. Weil, genau, früher war nämlich alles einfach dieses Trunk Mouse. Und die haben sich dann, ich weiß gar nicht, wie sie ausgerichtet haben, wahrscheinlich immer Parameter 2 oder so. Und jetzt sind es halt wirklich alles separate Blöcke. Das heißt, das ist ein anderer Block als das. Ja, hier hast du Most Plane 2 und hier hast du Most Plane 0. Okay. Ja, natürlich, okay. Okay. Oh, was ist das hier? Okay. Ja, ist natürlich interessant. Was? Mein Home existiert nicht? Oh, ich habe gar kein Home. Was ist denn da los? Ich bin doch hier als Walker drin, oder? Doch, ich bin ein Walker. Ja. Da muss ich. Gut, gehen wir erstmal zum Spawn. Das Haus, was ich gerade suche, war, glaube, da. Was? Das hier ist schon der schnelle Modus? Wow. Da muss ich wohl mal wissen, was essen hier? Was kann dafür raus? Ich glaube mal. Warte mal kurz. Du kannst zum Beispiel weg. Eigentlich kann ja alles weg. Was ist das hier alles für ein Scheiß? Ach ja, da hat sich ja mal Vollwichkeit mit Fahrstellen experimentiert. So, gib mir mal ein paar. Okay. Bin immer noch nicht schneller. Stimmt, ich hatte ja diese Sprintmaus hatte ich herausgenommen, weil die durch den PC lag. Nicht so funktioniert hatte, wie die sollte. Da war ja was. Egal, so weit ist es nicht. Da hinten ist es bereits. Glaube ich. Zumindestens. Doch, müsste hier hinten sein. War das nicht hier? Hallo? Doch. Nein. Ach, klar, doch, müsste. Da war es aber doch scheinbar ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Damn, wo war das denn? Spawn. Das ist der geschlossene Weg. Hier geht's zum Let's Play. Der Weg hat ge. Doch, das kann ja nur hier gewesen sein. Doch, das kann nur hier gewesen sein. Gut, ich folge mal direkt dem Weg. Der Weg endet hier. Okay. Wo war denn mein AKW? Wo war denn das? Dann kann es ja bloß hier bei dem Weg gewesen sein, oder? Aber. Ich meine, der Weg hat ja doch auch, glaube ich, auch geendet. Oder ging es hier noch weiter? Ach doch. Ah, doch. Okay, es ging hier. Ah, okay. Dann war es doch hier. Okay. Gut. Ja. Genau. Da hinten, ja. Hier müsste gleich dieser eine wunderschöne Abzweig kommen, an dem ich jahrelang gebaut habe. Genau. Das Ding hier. Diese schöne, perfekte Rundung hier. Oh Mann, hat mich. Ich bin damit nicht perfekt zufrieden, aber besser geht's nicht. Genau, und hier ist mein AKW. Okay. Tada! Das Atomkraftwerk. Ladies and Gentlemen. Und es kam immer noch nicht zur Kernschmelze. Was echt krass ist. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Hehe, möchte kaputt machen. Lieber nicht. Sonst gibt es hier direkt Verstrahlung 20. Grades. Ja, sehr hier. 8 Stück habe ich davon. Wenn alle hier oben schön zusammengefasst, hier von jedem eine Hochvoltleitung oder wie die Dinger hießen, war doch HV, ne? Genau, HV-Kabel, also Hochvoltleitung. Die gehen alle schön zu diesen Transformatoren. Ah ne, das waren ja nur, das waren ja, wie heißt die, Switching Station. Okay.
Eben, so eins brauchtest du immer, damit irgendwas, damit die überhaupt funktionieren. So, und die Trafos sind hier unten. Hier, genau, hier sind die Trafos. Die machen dann aus Hochvolt, Medium Volt oder Mittelvolt oder. Wer ist das? Ja, MV, was auch immer das heißt. Medium Volt wahrscheinlich. Genau. Und da ging die Medium Volt Cable. Die gehen dann in den nächsten Trafo-Raum. Und hier wurde aus Medium Volt. Habe ich auch mit Medium Volt gemacht? Okay. Ach nee, hier ist Batteriebox. Ist ja gar nicht Transfer. Ach so, genau, hier ist nur Medium Volt. Mit Low Volt habe ich gar nicht gearbeitet. Genau, Low Volt Kabel habe ich hier gar nicht bei mir. Ich habe nur von High Voltage zu Medium Voltage konvertiert. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich glaube, weil ich diese schwarzen Kabel haben wollte, weil die einfach besser aussehen. Und damit ich den Trafo installieren kann, ne, weil jedes Kraftwerk hat einen Trafo, also Transformator. Und weil ich halt auch einen Transformator haben wollte, habe ich die halt von High Voltage zu dem nächsten halt konvertiert, was in dem Fall halt diese schöne schwarze war. Und dann habe ich hier die wunderschönen Freileitungen. Yay! Mit denen passiert zwar aktuell nichts, die gehen einfach hier hin und enden dann hier. Weil ich noch nicht, ne, also hier ist halt gar nichts drunter, hier ist halt nichts. Passiert also gar nichts mit denen aktuell. Aber so lieben wir es ja auch. Kraftwerke sollen einfach nur da sein, um da zu sein. Strom produzieren ist komplett das nur Tarnung. Die müssen doch eigentlich alle aktuell Brennstäbe drin haben, ne? Genau. Die haben auch alle nur aktuell 98 drin. Die sind gerade auch alle aus, sehe ich gerade. Okay. Ja, geil, ne? So muss das sein. Genau, das Kabel muss ja nach unten weggehen, weil die Dinger halt so gebaut sind, dass das Kabel da nach unten weggeht. Weil dementsprechend habe ich sie einmal unten drunter durchgeschliffen. Und damit es wirklich gleichmäßig aussieht, habe ich auch gleich so gemacht, dass das quasi ein großer Block ist, der auf vier Fundament, also auf vier Füßen quasi steht. Und diese Zwischenräume zwischen den Füßen habe ich dann gleichzeitig auch genutzt, um da dann das Kabel lang zu verlegen. Ja, also ich habe versucht, allem einen Sinn zu geben. Ja, und dann ging das Kabel halt hier raus, an der Wand lang und dann hoch zu den Freileitungsmästen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Dass das alles hier noch schön funktioniert, ist echt cool. Gut, ich meine, ob es funktioniert, ist eine andere Frage. Mal gucken. Was sagen die? Supplies 100 Kilo Energy Units, glaube EU. Keine Ahnung. Also genau, 10.000. Und Demanding ist halt nichts, weil da hinten ist halt nichts. Das Einzige, was aktuell demanded wird, sind halt die Akkus und die sind aber bereits voll. Ja? Mehr als 20 KU geht nicht. Richtig schön Fett Power. Ist natürlich krass. Stimmt, bei meinem Let's Play, da haben wir auch angefangen, AKW zu bauen, ne? So unterirdisch hatten wir auch angefangen, AKW zu bauen. Hei, hei, hei. Oh. Ah, und sobald die Server online sind, wisst ihr selber, ne, wird das Let's Play auch weitergehen. Da freue ich mich gerade ein bisschen drauf und gleichzeitig habe ich aber auch ein bisschen Schiss vor. Ah, und natürlich immer ein wunderschönes Hotel. Hier ist noch alles da. Hier funktionieren noch alle Laptops. Schön. Sehr gut. Sogar die Drucker funktionieren noch alle. Ah, das beste Hotel. Ist hier auch noch alles? Ja, hier ist auch noch alles. Wunderbar. Oh, ist das geil. Yeah, mein Hotel funktioniert einwandfrei. Warum ist die Tür offen? Es ist kalt draußen. Hey, Leute, ich heiz nicht für draußen. Was ist los mit euch? Direkt Miete erhöhen. Ah, sehr geil. Ja, Mann, Digga, das ist hier. Ah, das ist doch gut. Das ist nicht mal Dachboden. Oh, Alter. Allein in diesem Dachboden könntest du halt ein komplettes Haus installieren. Ah, es ist halt krass. Mann, ist das cool. Genau, hier geht dann runter in den verschlossenen Bereich, ne, weil hier ist halt für die normalen Kunden und der obere Bereich ist natürlich nicht für die Kunden. Alles dann für Staff only. Also eigentlich bloß die Hausmeister. Oder irgendwelche Wartungskräfte oder weiß der Geier was.
Ich weiß noch, früher, da war ja hier alles offen. Bei dem Hotel im Vanilla-Zimmer habe ich ja, glaube ich, so ein ähnliches oder sogar das gleiche. Und da ist ja hier oben, glaube ich, alles offen. Ja, das ist natürlich dann nicht so energieeffizient, wenn die ganze Zeit Temperaturaustausch ist. Oh, apropos, hey, was ist hier los? Leute, immer schön geschlossen halten. It's cold outside. Ja, aber hier ist halt alles geschlossen nach außen hin. Das heißt, schön energieeffizient wohnen. Gut, ich meine, energieeffizient wohnen ist hier ein bisschen schlecht, weil das ist ja alles voll Stein. Das heißt, die Wärme von hier drinnen geht halt 1 zu 1 nach außen durch, weil Stein ist jetzt nicht gerade so ein guter Isolator. Ja? Von daher. Aber gut. Man muss auch ein bisschen dran glauben. Ja. Hier ist auch alles geschlossen. Sehr schön. Ja, sehr geil. Könnte man die Dinger nicht aufklappen? Ach, mit Linksklick. Okay. Ah, so war das. Okay. Ah, ist das geil, Alter. Cool, dass sogar das alles hier noch funktioniert. Nice. Ja, ist doch cool. Sehr geil. Genau, hier oben die ganzen Lüftungsschächte. Also, ne, dass da Luft durchgehen kann. Ach, ist das cool. Sehr geil. Wäre natürlich nur schön, wenn man in diesen Betten auch actually schlafen könnte. Okay, wow. Wollt gerade sagen, wär cool, wenn man drin auch schlafen könnte. Man kann mittlerweile. Wow, okay. Da hat sich das Mod-Update echt was gebracht. Weil früher konnte man das nicht. Ist das geil oder was? Cool. Okay, das ist echt sick. Aber gut, muss ich mal direkt mal gucken hier. Mal kurz. Daheim. Müsste eigentlich auch die Zeit vergehen, ne? Bam. Es ist draußen dunkel. Mal Licht ausmachen hier. Was noch? Achso, ja, hier ist noch Licht an. Genau, das kann ich einfach noch nicht ausschalten. Oh, wie geil ist das denn bitte? Cool. Ah, erstmal schön den Morgen genießen hier. Gut. Geht leider nicht, weil hier ja keine Zeit vergeht. Von daher muss man wieder manuell setzen hier. Bam. So. Aber wie geil ist das denn bitte? Wow, das ist echt. Also wieder anmachen hier. Oh. Schön Energie verschwenden. Ja, ist doch geil. Kann man die mittlerweile einschalten? Nee, kann man nicht. Schade. Ja, das ist echt cool. Gut, dann nehme ich mir aber natürlich ein Zimmer ganz oben. Ich meine, gut, hat natürlich den Vorteil, dass ich schon eine Aussicht habe, was ich eigentlich wollte. Aber andererseits gibt es in diesem Hotel keinen Fahrstuhl. Wäre also vielleicht gar keine so gute Idee. Wo habe ich eigentlich eine schönste Aussicht? Genau, hier habe ich eine schöne Aussicht nach draußen. Ich glaube, ich nehme das Zimmer hier. Ja, das hier wird mein Zimmer. Und Spawn Point gesetzt. Geil, wie krass, Alter. Ist das schön. Ist das schön. Genau, das da war ja von Sören, das Haus hier. Oh. Zwei Federn. Oh mein Gott. Ah ja, genau, hier war ja mein super geheimes, super geheim Geheimnis. Oh, wie geil. Also, da ist natürlich nichts drunter, ne? Also, das war ja so meine Idee, wie man so einen super, super safen Eingang bauen könnte. Dass, wenn man halt von hier außen reinkommt, ja, dass man dann hier durch so eine Sicherheitsschleuse geht. Und diese Sicherheitsschleuse. Ja. Und dann ist man hier in einem super Sicherheitsraum. Weil das Ding habe ich auch, glaube ich, extra so gebaut, dass man sich hier nicht durchglitschen kann. Weil wenn du durchglitschst, denn, ne, weil in dem Moment, man sieht hier unten schon diese Sticky Boxes. In dem Moment,
wo die Dinger hingehen, verschwinden unten die Glasdinger. Das heißt, letztendlich, wenn du dich durchglitschst, fällst du dann in die Lava. Ich meine, klar, es ist natürlich nichts gegen Leute, die, weiß nicht, irgendwie sich Noclip ascheaten oder so, ne? Dagegen hilft es natürlich nicht, aber es ist ja auch nur so als Idee, wenn man ein bisschen was Cooleres bauen möchte, als super Sicherheitsgebäude. Auch richtig hier schon mit Lampen, ne? Sicherheit ist engaged und disengaged. Das Licht geht by the way auch aus. Merkt man das von natürlich von außen nicht, aber ne, technisch gesehen geht das Licht da in der Mitte auch aus, wenn es jetzt zu ist. Ja, also, habe ich mir schon echt was gedacht. Ah, das war ja. Ja, wie gesagt, mit den roten Dingern ist das jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber gut, ist halt so. Ja, ist doch geil, ist alles geil. Dann gehe ich mal wieder zu meinem Bett. So, oder zu meinem Raum. Klappe zu auf der Tür hier. Sehr schön. Ja, sehr geil. Cool. Sehr schön. Sehr krass. Sehr, sehr, sehr cool. Gut, dann kann ich hier mal wieder auf True schalten. Server voll noch beenden hier. Ach ja. Cool. Ja, Server laufen alle. Speichern. Also, dass sie laufen, wusste ich ja schon vorher. Aber die laufen auch auf meinem Laptop. Das ist sehr geil. Und der Laptop ist, wie erwartet, dabei überhaupt nicht ausgelastet. Selbst bei dem Creative-Server ist er zu gerade mal 2% ausgelastet. So muss das sein. Damit, wenn da 200.000 Leute drauf spielen, der auch noch butterweich alles schafft. Weil man muss auch bedenken, diese 2% ist ja so, dass er ist ja, wenn er nicht ausgelastet ist, ist ja der Prozess auch noch runtergetaktet. Das heißt, er arbeitet jetzt mit 1,1 Gigahertz. Und diese 2% sind natürlich bei 1,1 Gigahertz. Das heißt, das ist nicht von der Gesamtleistung 2%, sondern von der runtergetakteten Maximalleistung 2%. Wenn er also ausgelastet ist, taktet er auch noch hoch auf, ich weiß gar nicht mehr, was kann der? LSCPU, dumme Kuh. 3,9 Gigahertz kann er maximal. Also das mindestens Dreifache. Das heißt, statt 2% liegt er dann bei unter einem Prozent. Das heißt, ne, bei unter einem Prozent, hochgerechnet auf bis zu 100% Maximalausleistung, können also mehr als 100 User gleichzeitig spielen. Das ist schon geil. Wobei das ja auch nicht so skaliert, weil 10-mal so viele Benutzer heißt ja nicht 10-mal so viel Leistung. Weil bestimmte Sachen müssen ja nur einmal berechnet werden. Gerade wenn zum Beispiel die 10 Spieler auf einem gleichen, auf gleichen Fleck hocken, dann ist ja der ABM zum Beispiel nur einmal aktiv. Von daher, also ich habe weit mehr als genug Reserve bei dem Laptop. Das ist schon echt sick. Okay, dann soll das auch damit erstmal gewesen sein. Wie gesagt, bald ist dann die Umfrage vorbei, ist jetzt schon kurz nach 12. Das heißt, in weniger als 2 Stunden ist die Umfrage vorbei. Wobei, ich glaube nicht, dass sich da jetzt noch irgendwas verändern wird. Da. Nee, ist immer noch so, wie es jetzt gerade ist. Das heißt, ist eigentlich schon alles vorbereitet. Um 16 Uhr gehen dann die Server offiziell online. Ja, und ab 18 Uhr kommt dann der Livestream mit dem One-Chunk-Mod. One-Chunk-Map. Das wird auch ein Spaß. Ja, okay, von daher bis da, da, ne, schön hier, läuft und dann man sieht sich dann zum nächsten Minecraft-Let's Play wahrscheinlich dann wieder. Was laber ich? Creator-Server-Let's Play. So. Ja. Dann geht es mit dem Let's Play nach Jahren wieder weiter. Bis dann.